Okay, willkommen miteinander, welcome everybody. Ich glaube, heute machen wir ein bisschen was Kürzeres, aber wir gehen richtig tief. Today we do something a little shorter, but we will go quite deep. Von daher würde ich sagen, lass uns gar nicht lange fackeln, sondern direkt loslegen. So don't, let's not hesitate, let's meditate. Okay. So kommst du in diese Position, this is how we start. Und du machst folgende Kreise. Denk immer daran, immer zu dir hin, ne? They're going towards you. Und wenn du die Drehrichtung gefunden hast, once you found the direction of movement, machst du es so schnell wie nur möglich. Du gehst as fast as you can. Deinen ganzen Körper bring in Bewegung, bring your whole body into movement. Und atme mit Kraft. Really breathe with force.
Die letzten Sekunden, gib noch mal richtig alles. In the last seconds, really give it your all. Den Atem tief an in der Deep. Und press deine Muskeln up. Press all your muscles. Streck die Wirbelsäule, stretch your spine. Feuer aus, fade out. Nochmal tiefer in die Blähen. Press und streck. Und Feuer aus. Und noch einmal, one more time. Wirklich press, not press it for real. Streck. Und atme aus, exhale. Dann sitzt noch einen Moment in Ruhe, sit a little moment and feel. Hey. Wir sind gerade auf Facebook abgeschaltet worden, weil unsere Meditation gegen die Richtlinien von Nacktheit verstößt. Habe ich gerade gefragt. Keine Ahnung. That's funny. Okay, nächste Position. Next position. Also das nächste Mal ziehe ich Handschuhe an. Next time I will wear gloves. Okay, du machst folgende Bewegung. Wie so eine Karate-Bewegung. Ich gehe mal ein Stück zurück, dann siehst du es mehr. Back, you see it better. Kraftvoll, ja, do it with force. Thank you.
Dann atme tief ein in der Deep. Wo immer du gerade bist, press deine Muskeln auf, press your muscles, streck die Wirbelsäule, stretch your spine again. Und Feuer aus, Fire out. Nochmal, one more time. Und press, really press it. Und atme aus, exhale. Und noch einmal, one more time. Und aus, exhale. Und leg nochmal die Hände in den Schoß. Put your hands again into your lap. Genieß den Effekt. Just enjoy the effect. Lass uns direkt weitermachen. Just let's immediately continue. Die Handflächen nach oben offen. The palms are open towards the ceiling. Und du atmest mit Kraft durch den Mund ein. You inhale with force through your mouth. Und aus durch die Nase. And you shoot it out of the nose. Dann atme tief ein in der Deep und entspann sofort, immediately relax. Nimm dir nochmal einen Moment, take a moment.
Die erste Bewegung klärt das Drüsensystem. So the first movement clears the glands. Die zweite das Nervensystem, the second the nervous system. Und die letzte reinigt die Muskeln. And the last one clears up the muscles. Und jetzt geben wir eine tiefe Klärung des Unterbewusstseins. Now we go into a deep purification of the subconscious. Und zwar kommst du in diese Position. Du legst die Hand aufs Herz, you put the left hand on the heart. Und bei der rechten ist ganz wichtig, du spreizst den Daumen ab. And it's very important, with the right hand you are splitting the thumb. Und du machst den Daumen wirklich fest. And you tighten the thumb. Und du lässt ihn fest. And you leave it tightened. Und du schaust hin, du schließt deine Augen and you close your eyes. Und als wenn du im Kinn ein Loch hättest, as if there would be a hole in the chin, schaust du mit den geschlossenen Augen durch dein Kinn zur Erde. And through the closed eyes, as if you have a hole in the chin, you look down to the floor, to the ground. Atme lang und tief, breathe long and deep. Der Daumen ist fest, the thumb is very tight. Der Rest des Körpers weich, the rest of the body soft. Tiefer Atem, deep breath. Und was immer in dir hochkommt, was immer sich in dir bewegt, erlaube nur. Whatever appears in you, whatever comes up, you only allow. Kämpfe nicht, do not fight. Lass nur geschehen, just let it happen. Und lausche dem Mantra, listen to this mantra. Nur lauschen, just listen. Daumen fest. The thumb needs to be really tight.
Lass den Daumen fest. Keep the tightness in your thumb. Das ist der Schlüssel. That's the key. Und ansonsten lass geschehen. In other words, just let it all happen. Tief ein, inhale deep. Und press deine Muskeln, press your muscles. Mach den Daumen nochmal richtig fest and really tighten your thumb. Und Feuer aus, fire it out. Noch einmal tief ein, deeply in. Press auch noch einmal deinen Daumen and again press your thumb. Streck deine Wirbelsäule, stretch your spine. Und aus, exhale. Und noch einmal, one more chance. Oh.
Und Feuer aus, Fade out. Entspann die Position, relax the position. Ganz ruhig deinen Körper ein bisschen lockern. You can loosen your body und deine Beine and your legs. Dann leg deine Hände ganz bequem in deinen Schoß. Put your hands like very comfortably into your lap. Und erlaub dir jetzt in keinster Weise Meditation oder irgendetwas zu forcieren. And allow yourself now to not in any way or form force anything, any form of meditation. Du bist präsent, gewahr. You are present, you are aware. Und fühl deine Fußsohlen, feel the soles of your feet. Und erlaub dir, deine Haut zu fühlen und etwas über die Haut hinaus zu fühlen. And allow yourself to feel your skin and a little bit beyond your skin. Und entspann and just relax. Und werde jetzt gewahr, wie oder wo du, sagen wir, Intensität in deinem Körper wahrnimmst oder auch Spannung. Recognize where you sense intensity or also tension in your body. Sei dir gewahr, wie diese Empfindung von Spannung oder Intensität deine Aufmerksamkeit anziehen. And recognize how these sensations of tension or intensity actually make you focus. So kleine Inseln von Aufmerksamkeit, like little islands of attention. Das Einzige, was du jetzt tust, du erlaubst deiner Aufmerksamkeit weit zu werden, ohne Fokus. The only thing you now allow is your attention to get vast without focus. In dieser Weise werden diese Bereiche in deiner Aufmerksamkeit weich. In this way, this area becomes like soft in your awareness. Und dein Gewahrsein, deine Aufmerksamkeit verteilt sich gleichmäßig über dein gesamtes wahrnehmendes Feld. And your attention equally expands over and through your whole field of awareness. Immer Intensität, soft. Wherever there is intensity, allow soft. Soft, soft, soft. Sei dir immer gewahr, dein Körper folgt der Aufmerksamkeit. Just be aware, your body follows your attention.
genauso deine Energie, in the same way your energy. Soft, soft, soft. Dieser Weite und Weichheit kommt Stille. This vastness and softness, silence appears. Mit der Stille bist du noch weiter und weicher. And with the silence you become even more soft and vast. In derselben Weise lass dein Gewahrsein für deine Umgebung weich werden. In the same way now, let your awareness of your environments become soft. Vielleicht merkst du noch, da ist ein Klang oder etwas, was du siehst, das deine Aufmerksamkeit ein klein wenig zieht oder greift. Lass auch das weich werden. Maybe there's a sound or something visual which draws your attention a little more. You just recognize and also allow that to become more soft. Die Idee von innen außen, lass sie weich werden, soft werden. Die Idee of inside outside, let it become soft. Entspann, entspann, relax and relax.
an. Ganz langsam komm in eine Bewegung und very slowly come into a movement. Hier können wir ewig bleiben. We could stay here forever. Kannst du durchaus auch noch weitermachen. You can also do that. Continue that for yourself. Aber ich würde sagen, wir sagen einander gute Nacht. But I would say we say good night to each other. Bring die Hände zusammen. Bring your hands together. So. Satnam. Wundervoll. Ups, hier noch ein kleiner Link für unsere nächste Morgenmeditation. Hier der Link for next morning meditation. Ein paar von euch sehe ich morgen früh, few of you I see tomorrow morning. Vielleicht sehe ich auch den anderen, einen und anderen in Österreich an diesem Wochenende. No? Maybe I see one or the other of you guys in Austria on the weekend. Spätestens nächste Woche, no? Latest next week. Diese Übung, warum ist der Daumen so wichtig? Ich habe keine Ahnung, I don't know. Aber in irgendeiner Weise erzeugt das einen sehr starken Druck darin, das Unterbewusstsein zu lösen. Ne? Der Daumen ist das Ego, der Thumb ist das Ego. Das Ego ist in gewisser Art und Weise draußen, aber zur gleichen Zeit stimulierst du das auch. Ne? Die anderen Elemente zeigen nach oben und du befreist sie. Aber es wirkt, ne? Okay. Ich hoffe, das war eine befriedigende Antwort. I hope this answer satisfied you. Aber die Erfahrung in dieser Kriya ist sehr herausragend. Ne? The experience in this Kriya is very, it's quite strong. Es ist eine von den Kriyas, die ich wirklich sehr, sehr gerne benutze, wenn viel, viel, viel los ist im Mind. No? I like to use this Kriya when there's a lot going on in the mind. Du öffnest erstmal wirklich die Energiebahn im Körper. First you open all this energy in your body. Und dann diese tiefe, tiefe Klärung des Unterbewusstseins. And then this deep purification of the subconscious mind. Und danach ist es so mühelos zu meditieren. No? And after that it's so effortless to meditate. Okay, macht's gut. Aber könnt ihr euch vorstellen, die haben uns heute auf Facebook ausgeschaltet. They switched us off on Facebook today. Ich habe ein bisschen zu viel von mir gezeigt. I was showing a little bit too much of myself. Schönen Abend dir, ne? Have a great evening.